Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Nee, falscher Tag. Verzeihung. Heute ist Nikolaus. Ich hoffe, du hast deine Schuhe geputzt. Und Gnade dir Gott, ich finde raus, dass du sie nicht geputzt hast. Dann gibt es nächstes Jahr nämlich nichts. Und da haben wir uns jetzt mal verstanden. So, Ansage ist raus. Aber trotzdem, heute dein Türchen vom Adventskalender. Italien, super warm, 30 Grad. Schweiß tröpfelt von deinem Körper runter. Und du denkst dir so, heute mal. Ja, heute möchte ich mich mit Leuten darüber streiten, wer zuerst den Parkplatz kriegt. Am Ende der Einfahrt. Und mit diesen Worten schauen wir uns mal an, wie verrückt es doch in Italien zur Sache gehen kann. Mhm. Und sie werden sich wundern. Wir haben mal wieder keine Ton. Nun fragt man sich, woran hat es gelegen, dass wir nicht gerade ausfahren können? Was war hier das Problem? Irgendwie war hier irgendwer so ein bisschen durcheinander. Da hat es auf jeden Fall ganz schön geknallt auf der Geraden. Ich glaube, der Stuttgarter in der Mitte, der Porsche, der hat reagiert auf den BMW und hat gar nicht mitbekommen, dass rechts von ihm ein Auto war. Und ist dann von rechts, von links irgendwie nach rechts rüber und dann hat es geknallt. Aber wenn wir uns das jetzt nochmal genauer angucken, dann sehen wir, dass der Ferrari auch ein bisschen irgendwie so noch nach drüben kommt, weil die Strecke ein bisschen enger wird dann. Aber das Schlimme ist, das ist hier der Start. Hier geht's erst los. Und es scheppert schon. Und da sind ganz viele Leute involviert. Und zum Nikolaus, meine Damen und Herren, gibt es 3 Tage Pause. Und auch ich, als Weihnachtsmann, hab die Befugnis, mit diesem Hammer einen Urlaub auszusprechen. Bedenkzeit von 3 Tagen, weil in der ersten Runde Massencrash auslösen, das tut weh. Pause ist ausgesprochen. 3 Tage Bedenkzeit. Mit diesen Worten möchte ich Sie entlassen in einen wunderschönen 6. Dezember. Habt einen wunderschönen Advent. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.